Dieser Herr Haase war im Kinderchat unterwegs, also getarnt als 14- oder 15-Jähriger und hat gezielt junge Mädels abgegriffen. Sie haben eine ganze Weile gechattet, bis die Ehefrau von Herrn Haase da draufgekommen ist und ihn angezeigt hat einfach, ja. Weil er auch nackte oder halbnackte Mädels auf dem Rechner hatte. Auf den Fotos ist Maria nicht zu sehen. Trotzdem hatte sie schon lange vor ihrem Verschwinden Kontakt zu Bernhard Haase. Eigentlich kommt der 53-Jährige aus Nordrhein-Westfalen. Trotzdem trifft er sich gleich mehrfach mit dem Mädchen in Freiburg. Schließlich ist es soweit. Sie wolle bei einer Freundin übernachten, erzählt Maria ihrer Mutter am 4. Mai. Doch bei der taucht sie nie auf. Monika Beißler wird stutzig und ruft ihre Tochter an. Sie wusste, wenn sie nach Hause kommt, dann gibt es richtig Ärger. Wobei ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wusste, wo sie ist. Ich habe ihr dann gedroht, ich schalte Polizei ein, weil sie sich immer mehr in Lüge verstrickt hat und es war der letzte Kontakt. Maria schaltet ihr Handy aus. Ihre Mutter macht die Drohung wahr. Sie befürchtet, dass Haase damit zu tun hat. Noch bevor die Polizei einen Fahndungsaufruf starten kann, geht Monika Beißler ins Internet. Über Facebook sucht sie nach ihrer Tochter und tausend andere tun es ihr gleich. Dann kommt der erwachsene Mensch sagt, ja, du hast vollkommen recht und deine Mutter spinnt ja, du musst viel zu lange lernen, du musst durchsaugen, die nützt dich ja nur aus. Das wollte mir alles hören mit 13, ich wollte das auch hören. Die Beziehung zu ihrer Tochter sei eigentlich sehr eng, sagt Monika Beißler, wie auch bei Marias Geschwistern. Nur zum Vater gebe es keinen Kontakt. Marias Verschwinden belastet die Familie schwer, vor allem ihren 14-jährigen Bruder. Daniel drückt es total von sich weg, also ja, es ist auch möglich, möchte keine Flyer sehen. Ja, wenn er geht mit mir nicht mehr auf die Straße, weil mein Gesicht ist ja auch mittlerweile bekannt. Nein, er geht jetzt alleine einkaufen. Er drückt es total weg, ist sehr schwer für ihn. Noch immer verbringt Monika Beißler die Tage vor dem Computer, wartet auf neue Hinweise, druckt Flyer. 200 Tage nach Marias Verschwinden haben Unterstützer eine Mahnwache organisiert. Die Hoffnung bleibt. Zu wenig Hinweise. Ich denke, dass zu wenig ermittelt wird in der ganzen Sache. Wenn schon Hinweise kommen, dass da intensiver vielleicht danach gesucht wird. Es ist schon mal so, dass ich mit 3 Telefone schlafen gehe. Aber doch, ich warte noch immer auf Anrufe. Das ist so und es macht sich langsam auch wirklich richtig wutbreit, weil ich mich so hilflos fühle, wenn ich dann höre, Hinweise wird nicht nachgegangen oder wenn ich irgendwas sage, vielleicht ist es so und so, das glaube ich nicht. Also immer nur dieses ich glaube es nicht von der Polizei. Ich fühle mich richtig machtlos. Also es fühlt sich von hier aus so an, als würde man jetzt einfach abwarten, bis sich die Maria meldet. Viele haben gesagt, wenn ihre Nichte auf die Welt kommt, wird sie sich sicher melden. Das ist vorbeigegangen. Weihnachten, mein Geburtstag. Nein, ich glaube nicht, dass es besonderer Anlass bedarf. Ich glaube aber auch wirklich nicht mehr, dass sie das entscheiden kann, ob sie heimkommen will oder nicht. Das ist schon lang vorbei, wenn sie überhaupt jemals die Möglichkeit gehabt hat.